Hallo, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Uncharted 4 auf Trend17 TV. Ihr wollt es sehen, ihr dürft es sehen und ihr könnt kräftig den Like-Button hauen hier und ordentlich subscriben hier, dass mein Channel hier ordentlich, schon gut. Herzlich willkommen erstmal an euch alle, an alle Zuschauer. Ja, ich bin heute irgendwie gut drauf, habe ich festgestellt. Und wir spielen heute eine brandneue Folge. Eigentlich bin ich immer gut drauf, aber heute habe ich besonders gute Laune. Ist ja bald Weihnachten, wenn ihr diese Folge seht. Vielleicht ist sie auch schon ein bisschen später am Start, ist ja egal. Denn ist vielleicht bald Neujahr, wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und wir starten los. Willkommen heißt euch euer Transac, der hier am Mic für euch das Spiel der Spiele zockt. Die Nummer 1 aus dem Jahre 2016. Ihr könnt ja gerne mal mein Video auschecken. Die Top 6 aus dem Jahr 2016 ist unbedingt sehenswert. Solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das Video ist richtig nice geworden, finde ich. Nice ist jetzt mein Lieblingswort. Also, zieht's euch rein und lasst eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Und wir starten jetzt durch. Und ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, wo wir überhaupt jetzt hin müssen. Ich glaube, wir müssen zurück zum Auto. Wo steht die Höhle eigentlich? Ich glaube, da oben. Ach, da steht sie ja, genau. Wir haben ja eigentlich alles soweit erledigt jetzt. Die ganzen Gegner beseitigt. Und eigentlich möchte ich hier noch so ein bisschen in diesem schönen Wetter. Ah, mein Gott, ist das schön hier. Da machen wir doch glatt nochmal eben ein kleines Picture hier. Genau, ist das schön. So, aber jetzt. Weiter geht die wilde Fahrt. Durch das schöne, sonnige Land hier. Und ich hoffe, dass ich hier einigermaßen auf der richtigen Strecke jetzt bin, auf dem richtigen Weg. Oh, wir müssen über diese Brücke, glaube ich, rüber. Eieieiei. Oi. Oh! Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Den anderen Teil der Brücke runterziehen, würde ich sagen. Würde ich jetzt das mal so behaupten, dass das vielleicht möglich ist, da uns das Spiel ja hier so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gegeben hat. Einmal rumlaufen. Ja, das langt. So. Ach, den anderen auch noch gleich? Ach, nö. Okay. Versuchen wir das mal. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier richtig entschieden. Nähere zurück. Jawohl. Wow. Die Reifen sind gleich abgefahren. Jo. Einer weg, einer übrig. So. Den kriegen wir auch noch hin. So, her mit der Seilwinde. Und eingeklinkt, rübergejumpt, sportlich wie wir sind. Was so ein Jeep doch alles hinkriegt, ne? Einfach nur cool. So, und jetzt fahren wir darüber. Wieder die Winde, Sally. Echt praktisch, oder? Na, ich war nicht gegen die Winde. Oh. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Da kommen wir vorbei. Schön. Ich habe hier bestimmt eine oder andere Höhle übersehen. So. Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Da irgendwo was. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Ray da im Vorteil. Na, ist da vielleicht oben irgendwas? Eigentlich lohnt sich das immer, da mal eben hoch zu gucken.
So, was haben wir denn schon? Hast du was, Junge? Oh, da war ja wohl mal ein Satz mit X. So, weiter geht's. Ah, ich entscheide mich mal von links. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Oh, shit, die sind ja da vorne auch. Hey, Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Okay, ich gehe mal volles Risiko und fahre da jetzt mal rein. In die ganze Spucke hier. Auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht erwischt werden. Auch mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Ja. Hey, ist das ein Brunnen? Sam, was wollte ich da sagen? Da ist eine Straße. Ja. Mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Ach, das macht einfach so einen Spaß. Die Steuerung ist auch richtig nice. Für uns gegeben. Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Ableitung bekommen. Und den Wachmann nie wieder. Verdammt. Seht ihr den Rauch? Oh, Shoreline, langsam. Ich sehe den Rauch nicht. Wo ist der? Ach, da hinten, ne? Ach da, ja, ja, okay. Wie soll ich da denn jetzt... Also, fahren wir hier mal lang. Was wolltest du sagen? Oh, klar. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich habe eine ordentliche Ableitung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Wow. Oh, je. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Oh. Haben wir dich dran gefahren zurück. Hier. Shit. Also nicht. Doch, hat, glaube ich, ein bisschen dicht. Nachsehen. Zum Zoomen. Ich wollte die eigentlich erstmal markieren, die Viecher. Geh mal ein bisschen aus dem Weg. Kann ich die nicht markieren? Da muss doch... Da geht doch. Das ist nur einer, wie im Leben. Noch weiter. Noch hat er nichts gesehen. Nehmen wir mal den anderen da. Oder ist das da keiner? Das sieht aus. Da oben ist noch einer. Okay. Okay, zwei. Oh, da ist noch einer. Drei. Der war da eben um die Ecke. Drei. Das sind bestimmt noch nicht alle. Kann ich mich hier nicht... Boah, das war aber richtig knapp mit dem Auto. Ich wäre da fast reingefahren. Geht doch mal weiter runter hier. Geht da nicht weiter runter? Doch. So. Dann machen wir uns mal an die... Die rufen bestimmt dann gleich Verstärkung. Der guckt gerade. Ah, das sieht der. Der dreht sich dann um. Den hier vorne muss ich als ersten wegholen. Der andere kommt jetzt gerade wieder. Okay, er kommt zurück. Den hole ich jetzt weg. Gut. Runter. Da ist noch einer.
wow. Was habe ich denn hier eigentlich für eine Puste? Oder mache ich die so kalt? Aber Weckhund ist auch irgendwie cool. Oh, der guckt da gerade. Oh, shit. Guck mal in eine andere Richtung. Ja, jetzt ist Chance. Komm her, jetzt hol ihn dir. Runter. Da ist noch einer. Und wenn wir den Schatz finden, kassieren wir einfach einen kleinen Fingerlohn. Denk nicht mal dran. Ich will noch einer. Oh, shit, wie viel sind das? Das kriegt keiner mit. Ich glaube, jetzt können wir den... Den holen wir da auch noch irgendwie weg, da oben. Ich glaube, ich nehme erst den da oben. Wow. Das schaffen wir schon. Der ist aber ganz schön dicht. Die würde ich gerne noch wegholen. Aber der sieht mich. Welchen nehme ich jetzt zuerst? Den. Ich hab's! Okay. Der kommt jetzt von der anderen Seite. Wow. Wo ist die Ratte? Oh Mist! Oh, wow. Wir rammen in den Ruinen! Shit. Jawohl. Der hat das überlebt. Boah, die Puste ist cool. Die Puste ist gut. Oh, haben wir's? Sieht so aus. Die nehmen wir auch mit. Jo, das Gewehr ist richtig gut, was ich hier habe. Da oben ist ein Haken. Da können wir uns ein. Da. Schauen wir uns das mal an, da. So. Und Halle, hepp. Ah, hier ist wohl nix. Nee. Schade. Aber da auf dem Laster vielleicht. Was haben wir hier noch? Jede Menge Pistolen, aber ich bin mit meiner eigentlich ziemlich zufrieden. Ich probiere die mal aus. Aha. Ja, es ist schon geil, aber er... Er behält leider immer wieder die blöde Pistole. Ich würde gerne die Pistole gegen die andere tauschen. Er lässt denn das... Ja, mein schönes Maschinengewehr da. Nee, den Tausch machen wir nicht. Da ist noch eine, eine Ravka. Dann lässt er auch das Maschinengewehr da, oder? Nee, also, da hat er jetzt... Oh, das ist cool. Das ist ein guter Tausch gewesen. Das ist gut. Alles klar. Das war ein guter Tausch. Haben wir hier noch Munition? Ach, da macht er wieder einen Tausch der Waffen. Das wollen wir nicht. Waren wir hier schon oben? Hier ist auch nichts. Okay. Haben wir alles. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rein. Kann das sein?
muss doch jemand gehört haben, wenn hier geschossen wird, wie verrückt. Da ist, haben wir kein Licht. 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 Kein Licht. Da ist was. Was ist das? Das nimmt er nicht. Okay. Da geht er wieder zurück. Nur das Brett. Aber hier ist tatsächlich nichts drin, wie es aussieht. Da in der Ecke vielleicht auch nichts. Die Taschenlampe wäre ja mal cool. Gucken. Nee, haben wir nicht. Nee, hier ist nichts, okay. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen, wo die doch immer so gerne was verstecken in diesen kleinen Höhlen. So, dann machen wir uns mal wieder auf zum Fahrzeug, der da vorne stand, genau. Und ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder gerannt hier wie verrückt. Meine Lieben, diese Folge ist schon wieder... neigt sich schon wieder dem Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst ordentlich Feedback da. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge Uncharted 4. Haut rein, bis dann und ciao. Stimmt ja, wollte ich. Jedenfalls, das lief nicht so, wie er erwartet hatte.